aber die Zeit nutze ich dann. Ja, genau, und damit ein herzliches Willkommen. Nick nutzt die Zeit. Zu was? Wir haben ja gerade davon geredet, dass du ganz oft alleine zu Hause bist, weil dich keiner lieb hat. Und und er ist gekommen. Das möchte ich jetzt nicht öffentlich... Okay. Warum hast du das ja eigentlich zugebaut? Warum? Ich weiß gar nicht, was du gemeint hast. Ich habe schon so viel Scheiße da gebaut. Du hast da einfach mal einen Cobblestone einfach über unsere Leiter da gesetzt. Ach, das stimmt doch gar nicht. So, wir wollten ja weiter die Felder machen. Boah, das kann echt dauern. Achso, wir haben ja auch was Großes, ne? Nicht so wie du. Ist nicht groß, was ich hier mache. Du brauchst ja nur ein paar Felder, das machst du ja den ganzen Tag. Ey, in meiner Singleplayer-Welt ja. Aber ich habe zum Beispiel noch kein Chicken Theater hast du gebaut. Halsschmerzen. Ah, ich hab Kaka gemacht. Hast du schon eine Burg gebaut oder ein Hotel? Ein Hotel ja, eine Burg nö. Also legal eine Burg bauen, also da baue ich mich tot. Lukas hat Sauron auf seine Xbox gebaut. Ja, Creative Mode. Nein, da gab's noch gar kein Creative Mode. Was ist denn das für ein Langweiler? Bestimmt in Miniatur. Nee, Ote Dreamer. Ich weiß. Nee, so ein ganz riesiges Ding. Irgendwie, der hatte 5 Tage Minecraft und hat sich dann die riesigste Scheiße gebaut. Und irgendwie über die ganze Map konntest du mit der Tore fahren. Was ist nicht hier? Übrigens, also gerade ist die Aufnahme abgeschmiert, unfreiwillig. Tja, schon hat Nick geredet und dann... So schnell konnte ich gar nicht gucken, hat sich Minecraft aufgehangen. Oh, hier. Das ist goofy. Da removed's direkt 38 Entities. Weißt du, was boah, ich weiß, Alter. Schaust du, was ich hier mache? Du siehst es sogar von hinten. Nein, ich bin gerade einfach. Ich drehe mich jetzt gleich um und guck dich an. Du stehst bestimmt auf deinem Ding da oben. Nee. Dann gucken wir mal hier ein bisschen durch die Gegend. Ach, scheiße, Kobbel. Ach, da habe ich ja noch mehr Kobbel. Wo bist du? Oh. Kobbel. Also baust du doch eine Burg? Ja, das nein, Haus. Haus? Das aussieht wie eine Burg. Am besten dann noch mit so einem ganz süßen Dächlein drauf. Nein, das soll ja eine Burg sein. Du hast auch keine Hobbys, ne? Cool. Fang mich auf, Schätzelein. So, ich muss sagen, das, was wir uns da jetzt hier alles schon so Lustiges kreiert haben, ist ja eigentlich gar nicht mal so schlecht, oder? Hab alles nicht gemacht. Also ich meine in... was ist denn das hier? Also in... Na, mittlerweile sind es auf jeden Fall über 80 Folgen. Mann, hier ist jetzt ja bleiben können. Du redest so leise. Ich rede mit mir selber. Ja eben, das sollen die Leute ja gerade hören. Ja, wenn du sagst, nee, das passt jetzt nicht, dann muss ich eins kürzen. Naja, mach du einfach mal dein Headset lauter. Oh. Bringt den Leuten ja aber nichts. Klar. Die Leute hören ja nicht mein Headset. Doch. Was ist denn, wenn ich zum Beispiel deine Stimme ganz laut mache und in Wirklichkeit die Musik aber sonst wie laut habe, die aber auf meinem Headset ausgestellt habe? Dann ist das... pure... Terrorismus! Jetzt bin ich in Amerika beliebt. Na, eigentlich nicht. Eher in Bagdad. Das war kein Witz. Das ist aber eigentlich wirklich so. Das ist eigentlich ein bisschen traurig. Sobald du jemanden mit einem Turban oder...
halt mit so einer, irgendwie so einem Tuch auf dem Kopf siehst, dann spricht man ja eigentlich immer von Terroristen. Das ist eigentlich ein bisschen schade. Das ist doch mit jedem Land so. Bist du ein Deutscher, bist du ein Nazi und trägst jeden Tag Lederhosen, bist du Russe, trägst den ganzen Tag nur Wodka. Wenn du Pole bist, dann klaust du Autos und trinkst Wodka und so weiter. Ja. Das sind so eigene Kulturen, die sich da so in den letzten Jahren aufgebaut haben. Und wenn du Mexikaner bist, hast du keine Arbeit. Oder tötest Menschen. Nein, die haben einfach nur keine Arbeit. Aber Mexiko ist ein sehr unsicheres Land. Also da hörst du ganz oft was von wegen der und der wurde einfach mal auf der Straße erschossen und ja. Eisen. Haben wir ja Gott sei Dank nur so wenig. Ich hab Besteck bei mir. Ich weiß. Woher war ich denn nicht? Weil ich's kann. Jetzt geht das schon wieder los. Und damit wäre das auch in diesem Part wieder vorhanden. Ich muss ja mit Joghurt einseifen. Du musst dich einseifen? Dich mit Joghurt einseifen. Mich mit Joghurt einseifen? Na nee, lass mal. Red lieber lauter. Das ja keinen Spaß machen. Nein! Wir können ja eine Wette abschließen, wie oft du von deinem Bauprojekt runterfällst. Ich bin nicht runtergefallen. Ich habe was falsch gesetzt. Ich bin zu faul, um auf meine Tastatur rumzuhämmern. Warum auf deine Tastatur rumhämmern? Damit ich wieder Cobblestone auswähle. Und mit dem Mausrad will ich nicht. Er spielt am PC. Nee, Tastatur will ich. Ach, und Mausrad will ich auch nicht. Bin zu faul. Bist einfach im Energiesparmodus. Sag das so. Ich bin Dauer-Energiesparmodus. Genau wie Ote Dreamer im Dauerkiff-Zustand ist. Ja. Der hat ja so eine ironische Stimme, ne? Ich weiß. Und er schlägt keine Behinderten. Das kommt ja noch dazu. Gerade der mit so einer Stimme. Stell mir Lukas mit der Stimme vor. Die Leute würden ihn trotzdem mögen. Hm, wahrscheinlich. Ist ja ein sympathischer Gesell. Ein ironischer Gesell. Ach ja, das waren noch Zeiten. Black Ops Zombie, 4-5 Stunden gespielt. Und dann meintet ihr alle, ja, MW3 ist so geil und Battlefield geh dich doch ficken, nicht, weil du Battlefield gekauft hast. Dann habe ich mir auch gekauft, wir haben es gespielt. Battlefield spielen wir auch bald wieder. Irgendwie, ich habe gerade richtig Lust auf Battlefield. Lass mal Battlefield spielen. Okay. Oh, es wird dunkel. Ich wollte auch eigentlich heute Battlefield spielen. Ich bin momentan ziemlich im Aufnahmedruck. Black Ops 2, WWE 13, Ich hab generell keine Zeit und dann Cube muss ich. Dann in der Schule vor allem extrem viel momentan. Erstmal an meinem Geburtstag, erstmal Klassenarbeit in Englisch und LK in Mathe. Klasse. Mhm. Ich kenne wenigstens deinen Geburtstag auswendig. Du kennst, ja. Ich brauche ja irgendwas. Wenn das ausgestrahlt ist, habe ich ja schon Geburtstag gehabt. Wenn ich weiß, wann ich Geburtstag hatte, ich hatte am 15. November. Hey, ich glaub, ist eine Lüge. Nein, natürlich nicht. Ist auch einfach zu merken. Obwohl, Nick, ich glaube, ich habe vergessen, wann ich Geburtstag habe. Kannst du es mir sagen? Es gibt ganz einfach einen Trick. Okay, MW3. Ja, MW3. Ist am 8. November rausgekommen. Tobi sagte mir damals... Wann holst du es dir? Ich krieg es eine Woche später, an meinem Geburtstag. Dann rechne ich zusammen. 8. November plus eine Woche, 15. November. Ach so. Also hat er am 22.04. Genau. Das war das Geburtsdatum von jemand anders. Scheiße, das war aber jetzt unbewusst. Und Bauer. Meine Schaufeln sind auch schon wieder alle am kaputt gehen. Ja. Ach ja. Na, das kann ja noch was werden hier unten, ey, klasse. Captain Obvious. Ich dachte Captain Obvious Pieps. Hier, bitteschön. Oh. Warum bringst du mir Schaufeln? Scherzerlein. Ich hab keinen Bock wieder auf da oben hochzugehen. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Und, brauchst keine Schaufeln? Du brauchst keine Schaufeln. Nicht mehr, ich habe aber selber noch zwei. Ach so. Ich habe immer Eisen dabei mittlerweile. Ja, na ich auch.
Ich find's cool, dass uns mittlerweile nicht mehr so viele Monster begegnen. Wir werden uns demnächst, denke ich mal, auch wieder drum kümmern, dass wir den Sound-Mod-Enabler und diesen Sound-Ding ins Kopf. Ja, auch mal andere Sounds ausprobieren. Ja, ja, wir können da ja mal ein bisschen rumgucken. Musst du wieder mehr, da musst du mir, musst du wieder mehr in die Beschreibung packen. Nee, Sound-Mods müssen wir nicht erwähnen. Nicht? Wir müssen eigentlich nur, nur das Texture-Pack. Bestimmte Texture-Packs. Eigentlich muss man das bei Honeyball machen. Bei Herr Sommer steht nichts von in den Credits und ja. Ja, aber trotzdem, ich denke mal für die Leute, die gucken und wissen wollen, vielleicht ganz wichtig. Als nächstes werde ich auf jeden Fall Oblivion-Craft machen. Okay. Halt mit Oblivion-Sounds, weil ich Oblivion gefeiert habe. Aha. Cool guys, don't look at explosions. They blow things up, but just walk away. Glaubst du, das sind hier immer noch. Was reicht? Die Höhe. Warte. Ich guck's mir mal eben an. Auf jeden Fall. Ist. Also ich weiß nicht. Du könntest ja dort drüben jetzt unser Haus bauen. Unser großes. Dann könnten wir unseres abreißen. Dann wäre Platz für die Felder und dort ist nochmal ein bisschen freie Fläche. Dort kannst du vielleicht irgendwie so eine Art Marktplatz oder sowas machen. Du verstehen? Hier kommt meine Burg hin. Mein Haus kommt daneben. Kannst du aus der Burg nicht unsere Burg machen? Mit ein bisschen Miete. Und zwar, naja, du kriegst ja Weizen von mir. Ich meine ja generell, ja klar. Guck mal, das Ding ist riesig. Ich weiß. Du, ja, ist da genug Platz für uns, ist die Frage. Glaube ich nicht. So eine Treppe ein. Boah, Alter, das ist ja hier stockdunkel, das geht gar nicht. Oh, tralalala. Wie weit ist es denn jetzt eigentlich noch bis hier oben? Ach ja. So. Wir könnten ja mal generell was haben wir beide denn jetzt noch so für Projekte im Angriff? Also erstmal, also meine Grundidee wäre jetzt gerade erstmal auch bezüglich halt der Felder, dass wir dann irgendwann mal, wenn du das dann da drüben fertig hast, dass wir, Alter, wie schnell ist unser Weizen denn bitte gewachsen? Ach du Kacke. Und zwar, dass wir dann dort drüben einziehen und unser Haus dann abreißen, damit wir hier für die Felder genug Sonne haben. Oh, damit werde ich eigentlich ziemlich schnell fertig. Tobi? Ja? Hier ist was er. Ist das allererste, was ein LSD-Süchtiger macht, wenn er LSD genommen hat? LSD? Also nachdem, 3 Stunden nachdem. LSD braucht ja 3 Stunden, bis es wirkt. Ja. LSD nehmen? Nee, also ich meine, nachdem er es genommen hat. Dann nimmt das nochmal. Nee, nämlich ich. I can fly! So. Jetzt, ich brauche eigentlich ja Treppen, aber die müssen ja auch im Stil gerade sein. Och, du Kacke, ist das groß. Sah von oben nicht so groß aus. Das muss aber größer sein. Ich brauch den, ich muss den größten haben. Granica meshtu jefropi azie. Schön. Cool guys, don't look at explosions. Geh weg mit deinem Ohrwurm. Das ist richtig cool, das Lied. So, ich würde sagen, ne. wenn wir das jetzt hier haben, könnten wir dann eben nochmal in eine kleine Aufnahmepause gehen, bevor es dann hier richtig weitergeht. Ja. Ja. Tralala, wer muss denn hier weg? Ach, ich kann auch 20 Minuten später duschen gehen. Ich habe gerade Spaß mit der Burg. Ja, ich habe generell, ich muss noch ein bisschen was lernen, deswegen. Cobblestone, so. Cobblestone, du siehst toll bei meinem TP aus. Weil ich's kann. Nein, ist ja nicht dein TP. Ja, ich kann sowas nicht. Es gibt aber ein Easter Egg mit dir. Weißt du noch? Easter Egg mit dir? Hä? Ich überlege gerade krampfhaft, kann mich aber nicht entsinnen, was du meinst. Es gibt dein Logo. Achso. Ach, hier kann ich direkt ins Wasser springen gleich, okay. So.
Das hatte was. Ich weiß nicht was, aber es hatte was.